Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid auf eurem Infotainment-Hafen hier rund um World of Warships. Und wir wollen uns in diesem Ausblick um so ein paar Themen kümmern, die jetzt in der letzten Zeit hier online kamen und veröffentlicht wurden. Und wir wollen zuerst anfangen mit ja eigentlich einem kleinen Rückblick und ein bisschen einen Ausblick. Und zwar geht es um Clan Brawls, gewertete Gefechte und Clan Wars, also Clan-Gefechte. Und da müssen wir erstmal einen dicken Zurückblicken, denn im Update 088 gab es ja bereits eine Clan-Saison, eine Clan-War-Saison. Und die ist da zu Ende gegangen. Und ja, dann hat so jeder gedacht, okay, jetzt wird das wieder so anderthalb Monate, zwei Monate dauern, bis die nächste Clan-War-Saison anfängt. Weil man muss ja den Clan-Wars nachbereiten und dann muss man sie wieder vorbereiten und so weiter und so weiter. Und dann wurden doch sehr, sehr viele Clans plötzlich davon überrascht, dass es in Update 089 schon wieder neue Clan-Wars geben wird. Und ja, da gab es dann viele, die sich darüber so ein bisschen ausgelassen haben, aber oft sehr, sehr konstruktiv. Das wird jetzt hier auch von World of Warships nochmal besonders hervorgehoben, dass viele ja, konstruktiv beteiligt haben an der Diskussion. Und ja, ich habe hier einen Artikel auf der Facebook-Seite veröffentlicht aus dem sozialen Medium Reddit. Ja, da wurde sehr viel darüber diskutiert und ich habe es euch in Deutsch übersetzt. Wir hatten da einen Hinweis bekommen und da sagt Wargaming jetzt ja erstmal, beziehungsweise World of Warships, dass ihnen das natürlich klar ist, dass das jetzt ein bisschen plötzlich alles kam und teilweise schlecht vorher angekündigt war und so weiter. Und meine Zukunft, die Ankündigung für Clan-War-Saisons, Ranked und dann eben auch die Brawls, ja, nach Möglichkeit anderthalb bis einen Monat vor Release der Gefechte, also bevor sie dann starten, ankündigen möchte, sodass man sich darauf einstellen kann, ey, bald sind wieder Clan-Wars und so weiter. Wir können auch die ganzen Clan-War-Leiter der ganzen Clans sich wieder Gedanken machen, wie sie die neue Saison beginnen wollen, die die Clan-internen Sachen vorbereiten, möglicherweise Taktiken aktualisieren und so eine ganzen Geschichten. Das war eine ganz wichtige Sache und das haben sie jetzt hier schon mal adressiert. Außerdem haben sie neue Daten rausgegeben, nämlich für die nächsten Clan-Schlägereien, wie das so auf Deutsch heißt, Clan-Brawls. Ja, das sind ja diese Gefechte, die nur an einem Tag stattfinden und wo auch nur die Siege für den Clan zählen. Und zwar wird es am 21. Dezember, also kurz vor Weihnachten, einen 9 gegen 9 geben auf der Tierstufe 5. Und jetzt sind maximal 3 Schlachtschiffe erlaubt. Maximal 9 Kreuzer und maximal 5 Zerstörer. Wenn er zusammenrechnet, kommt er auf mehr als 9 gegen 9, aber das sind halt dann die Maximalzahlen. Also ihr könnt alles mit Kreuzer fahren, aber ihr könnt nicht alles mit Zerstörern fahren. Ihr könnt ja nur 5 mitnehmen. Also so muss man das eben sehen. Dann gibt es zwischen Weihnachten und Silvester am 28. Dezember ein 4 gegen 4 auf der Tierstufe 8. Ein Flugzeugträger, ein Schlachtschiff, ein Kreuzer und ein Zerstörer sind maximal erlaubt. Also da gibt es dann keine Gefechte mit 4 Zerstörern oder so, sondern man muss dann quasi von jeder Tierstufe ein Schiff dabei haben, damit man überhaupt das Team voll bekommt. Und am 4. Januar wird es quasi im neuen Jahr, 4. Januar 2020 dann schon, ein 12 gegen 12 geben auf der Tierstufe 10. Maximal ein Flugzeugträger, 3 Schlachtschiffe, 12 Kreuzer und 5 Zerstörer. Außerdem wird es eine neue Clan-War-Saison geben. Am 22. Januar wird die beginnen. Details dazu werden eben später veröffentlicht werden. Und ja, was jetzt noch fehlt, sind natürlich die gewerteten Gefechte. Da hält sich Wargaming nach wie vor ein bisschen bedeckt mit Informationen. Nämlich sie arbeiten so ein bisschen an etwas. Und zwar verändern sie das Ranking-System. Sie wollen es verbessern. Das ist die Aussage. Und ja, sie sind noch nicht bereit, uns Details dazu mitzuteilen, wie das neue Ranking-System oder wie die Ränge da verteilt sein werden, wie man sie erreicht, dass man möglicherweise nicht mehr so weit zurückfällt, auch Rang 12 oder was da zuletzt war, wenn man immer verloren hat oder so eine Sachen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was sie da dann in Zukunft bringen werden. Wir können ja da nur gespannt sein, wir können ja daran nichts verändern. Also das ist schon mal so eine Sache. Und einen Hinweis kann man dazu noch geben, diese Ranked, also diese gewerteten Gefechte, fangen nicht vor Februar 2020 an. Also auch da habt ihr dann schon mal im Kopf, alles klar, die nächsten Ranked, die sind erst im nächsten Jahr. Ne? Dann gibt es noch eine Aussage zu Stahl- und Kohleschiffen. Da wurden jetzt keine neuen Stahl- und Kohleschiffe genannt. Auch da möchte man aber an dem Verhalten wie in der Vergangenheit festhalten, dass man ungefähr einen Monat vorher bekannt gibt, also bevor die Schiffe released werden sozusagen, für welche Ressource diese Schiffe
kommen werden. Ne? Also hier wird als Beispiel die Summers genannt, wo ja auch deutlich vorher gesagt wurde, dass das ein Stahlschiff wird. Ja gut, das ist das, was ich euch jetzt mit auf den Weg geben wollte. Einen letzten Punkt noch, zumindest zu diesem Thema. Wird eine Fragen und Antworten Sitzung geben. Hab gerade kein besseres Wort. Das findet am 12. November wahrscheinlich auf Reddit statt. Steht jetzt hier nicht ganz genau dabei. Da kann noch viele Fragen adressiert werden, die jetzt vielleicht noch nicht beantwortet wurden. Und die sollen da innerhalb kürzester Zeit beantwortet werden. Da möchte sich Wargaming dediziert drum kümmern. Also wer Reddit-User ist, der kann sich jetzt dann schon mal darauf vorbereiten. Am 12. November wird es so eine Art Q&A geben. Gut, dann gehen wir mal weiter. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir nämlich hier schon den italienischen Kreuzer im Hafen haben. Nämlich, es geht um den einzigartigen historischen Kommandant Luigi Sansonetti. Also seltenen Kommandant gehabt, an dem so viel rumgebastelt wurde wie an Luigi. Der französische Kapitän, der wurde ja verändert und auch der russische Kapitän wurde leicht angepasst damals, aber nie so doll wie die Luigi Sansonetti. Das ist, glaube ich, die vierte Änderung bei dem Kapitän jetzt, nur so rein aus der Erinnerung her. Und zwar wird das Talent verheerender Zorn geändert. Ja, in der Vergangenheit war es so, dass man, wenn man den Großkaliber, diese Errungenschaft Großkaliber hat, einen Boost auf die Nachladezeit bekommen hat, also einen Boost auf die Nachladegeschwindigkeit, also dass ihr schneller nachgeladen habt, und das wird jetzt ausgetauscht. Ja? Und zwar müsst ihr jetzt die Errungenschaft Unterstützer bekommen, ja? Also nicht mehr Großkaliber, sondern Unterstützer, aber dafür bekommt ihr die Nachladegeschwindigkeit um 15% beschleunigt. Also 15% bei so einem italienischen Kreuzer, ja, gucken wir kurz in die Artillerie rein, ne? Ja, bei der Venezia, da haben wir jetzt 17,6 Sekunden Ladezeit, also 15%, 1,7, ja, 2,5 Sekunden ungefähr runter, ja, kann man schon mal so, das ist jetzt rein mal kurz überschlagen, ja, ist doch ganz ordentlich, dann sind wir bei um die 15 Sekunden, ja, das ist okay für 5 Türme, 3 Rohre, 203 mm. Also die Salve kann recht ordentlich sein. Das habe ich so schon in der Testphase hier sozusagen gemerkt. Und dann geht's weiter mit der Mainz. Die Mainz hat ja, das habt ihr im letzten Video mitbekommen, einen Nachladeboost bekommen. Also hier ist noch die alte, ganz alte Version, 7,5 Sekunden Ladezeit. Das ist jetzt runtergegangen auf 6 Sekunden. Das haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und jetzt gibt es noch eine weitere Änderung. Jetzt blende ich euch die extra so ein bisschen ein. Und zwar geht es um die frontale Panzerplatte. Die hier nämlich. Ja, die wird von 30 mm auf 80 mm gepanzert werden. Die obere Panzerplatte hat ja hier 20, die bekommt 35 mm. Die Seitenplatten haben hier auch 20, bekommen dann 32 mm. Und dann ist nicht nur bei der Panzerung des Turms so, dass da was geändert wird, sondern geht noch weiter. Der Luftwiderstandswert für die HE- und AP-Munition wurde gesenkt von 0,3307 auf 0,29. Das heißt, der Luftwiderstand wird geringer. Ja, das heißt, die Geschwindigkeit wird weniger schnell abgebaut. Ja, die Aufschlagkraft der Granate ist quasi höher. Ne? Und dazu kommt, dass die panzerbrechenden Granaten, also die AP-Munition der Deutschen, jetzt eine deutliche Krupp-Wertsteigerung bekommen. Nämlich von dem Krupp-Wert 1852 hoch auf 2300. Also der Krupp-Wert, der steht in World of Warships für die Härte des Projektils. Ja, so kann man das sagen. Ne? Ist ein bisschen komisch jetzt übersetzt, aber umso härter das Projektil ist sozusagen, umso höher ist die Penetrationskraft. Und damit will man jetzt erreichen, dass die Penetrationskraft halt, ja, nochmal sich deutlich verbessert von der AP-Munition her. Und ja, ich glaube, jetzt wird der Bogen auch geringer werden, wo der Luftwiderstandswert ja geringer ist. Also der Schuss kann jetzt wieder gerader fliegen, muss nicht so einen hohen Bogen fliegen. Ja, also in die Richtung soll es gehen. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich jetzt schon auf die zweite Iteration bei der Mainz, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit der kurzen Nachladezeit, den verbesserten Penetrationswerten und der verbesserten Panzerung der Türme, dass sie nicht so schnell ausfallen, wird es auf jeden Fall eine spannende Geschichte werden. Und dann kommen wir zur nächsten Veränderung in World of Warships, nämlich zur Gorica. Ja, der Premium T7-Kreuzer der Italiener, der als einziger Italiener Hydroakustik, also als einziger neuer Italiener mit SAP-Granaten, Hydroakustik haben wird. Und zwar gibt es da jetzt die Änderung, dass die Nachladezeit des Abluftnebelerzeugers
Also das ist der Nebelerzeuger, den ihr benutzen könnt bei voller Fahrt. Da der eben verändert wird, die Nachladezeit, nämlich von 240 respektive 180 Sekunden, wenn es Premium-Verbrauchsmaterial ist, auf 210 respektive 140 Sekunden. Ja, dann ist der Cooldown auf jeden Fall schon mal deutlich geringer. Ihr seht es hier, über 30 Sekunden. Ne? Hier sind natürlich jetzt Flaggen mit drauf. Ich glaube, hier gibt es auch eine Nachladezeitverkürzung. Deswegen ist das jetzt hier, hier sind es 9 Sekunden geringer, als es eigentlich sein sollte. Ne? Also von daher, ja. Weiter geht's mit der Hydroakustik, die auch nochmal verändert wird. Ja, die Aktivitätsdauer wird von 100 Sekunden auf 120 Sekunden erhöht, also ganze 2 Minuten. Die Torpedoerkennung wird von 3,5 Kilometer hoch auf 4 erhöht und die Reichweite der Schiffserkennung von 5 auf 6 Kilometer. Das ist dann quasi eine deutsche Hydro, kann man sagen. Ja, eine deutsche Hydro auf der Tierstufe 7. Also heftig, heftig. Ja, wird die Goriza sicherlich verstärken. Ob das jetzt trotzdem dazu führt, dass das so viel anders zu fahren sein wird als die Zara. Hydroakustik ist ein geiles Tool, ja. Aber, ja, muss man mal gucken. Also, ich fand sie jetzt, mich hat sie in dem Ersteindruck jetzt nicht so richtig überzeugt. Ich bin gespannt, wie sie im zweiten Eindruck dann sein wird. Ja, und das waren jetzt zwei Supertestschiffe, die wir jetzt schon im Hafen haben. Und stellvertretend für die nächsten Schiffe, die ich euch jetzt vorstellen möchte, habe ich jetzt mal die Exeter in den Hafen gestellt. Das sind nämlich schwere britische Kreuzer, denn da gibt es die ersten Veränderungen, bevor die überhaupt in den Supertest gehen. Und ja, die Exeter ist ja quasi ein Premium schwerer Kreuzer, wenn man das sagen möchte, den sie da mal vor einiger Zeit schon ins Spiel gebracht haben, um ihr erstes Spielkonzept zu testen, sozusagen. Ne? Gucken wir uns mal an, was es da für Veränderungen gibt. Einmal auf der Tierstufe 8, die Bedford. Die bekommt die Nachladezeit der Hauptbatterie von 11 auf 12 Sekunden erhöht. Dann der Kreuzer Drake, das ist die Tierstufe 9, von 14 auf 15 Sekunden. Und die Goliath, Tierstufe 10, von 15 auf 17 Sekunden. Da gibt es jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Die Schiffe wurden ja noch gar nicht weiter getestet. Ist eine erste Angleichungsphase, bevor sie überhaupt in die Testphase gehen. Und jetzt sind wir durch mit unserem Ausblick. Jetzt haben wir wirklich alle Details nochmal kurz beleuchtet. Ich bin echt gespannt, ob die vielleicht jetzt schon mit dem Update 0810 in die erste Testphase gehen, dass man sie euch auch dann zeigen kann, wie sie schwimmen, wie sie fahren, wie sie sich verhalten in den Gefechten und so weiter. Ja, ich würde mich auf jeden Fall mega darauf freuen, wenn wir das schon jetzt in der Vorweihnachtszeit hinbekommen, wenn man so ein kleines Gefühl für das nächste Jahr bekommt. Vielleicht kommt es auch erst im Januar, ihr wisst das schon. Da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Also, in dem Sinne, ich danke für eure Zeit, dass ihr ja, hier zugeschaut habt, zugehört habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Gerne auch ein Abonnement, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Ja, zählt auch gerne weiter, was wir hier tun, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich tschüss, schöne Zeit und bis zum nächsten Video hier auf dem Seekrauts-Kanal. Haut rein, euer Seekrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.